Horoskop für heute, Krebs, 16. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie haben heute Unterstützung für Produktivität, hauptsächlich im Zusammenhang mit kreativen Beschäftigungen. Achten Sie heute früh auf Machtspiele und Leute, die Sie spielen, da Merkur in einem geringfügig herausfordernden Aspekt zu Pluto steht. Sie sollten es nicht tolerieren, wenn Leute Doppelzüngigkeit oder andere manipulative Methoden anwenden, und Sie müssen diesen Weg sicher nicht selbst beschreiten. Solange Sie die Anspannung anderer nicht absorbieren und sich stattdessen auf das konzentrieren, was Sie erreichen wollen oder müssen, sind Sie in guter Verfassung. Unternehmungen, die eine Extraportion Leidenschaft oder Hingabe erfordern, können von Ihrer Stimmung jetzt profitieren. Im Laufe des Tages kann es zu angenehmen, lohnenden Kontakten kommen. Neue Erkenntnisse zu Kommunikationsprojekten, einer Partnerschaft oder einer romantischen Beziehung können jetzt kommen und diese haben langfristige Vorteile. Spüren Sie das donnernde Brüllen des Vollmonds. Er wird später in dieser Woche eintreffen, aber in den kommenden Tagen noch Veränderungen mit sich bringen. Dieser Vollmond belebt Ihr Solarhaus der Freundschaften, Gemeinschaften und Bestrebungen. Ein Meilenstein mit einem Freund könnte anstehen oder eine Situation, in der jemand Ihren Kreis für immer verlässt. Es könnten auch neue Freunde oder platonische Seelenverwandtschaften entstehen, die Ihnen die Chance geben, mehr über das Leben, sich selbst und die Welt zu erfahren. Jemand könnte die Tür zu einer Ihrer tiefsten Hoffnungen und Träume öffnen, also wissen Sie, was Sie sich vom Universum wünschen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gemeinschaft. Wenn der Mond in den Stier eintritt, seine Erhöhung, knüpfen Sie Kontakte zu Arbeitskollegen aus aller Welt. Das könnte der perfekte Zeitpunkt für soziale Kontakte sein, insbesondere wenn Sie den ganzen Tag über nicht viel zu tun haben. Gehen Sie online und sehen Sie, was alle so treiben. Beantworten Sie E-Mails, SMS und mehr. Später am Tag wird der Mond im Trigon zu Venus im Steinbock stehen, was eine mögliche berufliche Verpflichtung mit sich bringen könnte. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit, mit einem alten Kollegen zu telefonieren oder sich mit jemandem zu treffen, um an einer beruflichen Veranstaltung teilzunehmen. Sie werden heute Ihre gewohnte grenzenlose Energie haben, zusammen mit etwas zusätzlichem emotionalen Bewusstsein, das eine angenehme Überraschung sein könnte. Um diese mitfühlende Energie zu nutzen, sollten Sie viel Wasser trinken und verarbeitete Lebensmittel meiden, da diese Ihre Stimmung beeinträchtigen können. Yoga oder Meditation wären wunderbare Geschenke für Sie selbst. Laute Musik zu hören, bei der Sie aufstehen und tanzen können, wäre eine hervorragende Möglichkeit, die Kombination der Energien auszuleben, die Ihnen zur Verfügung stehen. Dieser Tag kann Ihnen wirklich dabei helfen, über Ihre eigene Komfortzone hinauszugehen. Während es definitiv einige Bereiche gibt, in denen Grenzen unerlässlich sind und klar markiert bleiben müssen, können andere Bereiche wirklich von einer Erweiterung profitieren. Wenn Sie jemand einlädt, etwas auszuprobieren, an dem Sie normalerweise nicht teilnehmen, sollten Sie es wirklich in Betracht ziehen. Versuchen Sie, sich von einigen der einschränkenden Ängste zu befreien, die Sie davon abhalten, verschiedene Abenteuer zu genießen. Vertrauen Sie auf sich selbst und Ihre Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Der Mond verbringt seine letzten Stunden in Ihrem Karrieresektor, ausgerichtet auf den Zwergplaneten Eris, die Kriegerprinzessin des Kosmos. Der Unterschied in diesem Monat besteht darin, dass dieser Besuch vor 2 Tagen mit einer positiven Verbindung zu Mars, dem Kriegerplaneten des Kosmos in Ihrem Einkommenssektor, begann und dazwischen eine positive Verbindung zu Merkur in Ihrem Arbeitssektor beinhaltete. Dies stärkt nicht nur Ihren Kampfgeist und Ihren Wettbewerbsgeist in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere, sondern bietet auch Einblicke in die Planeten, die dieses Berufsjahr weiterhin prägen werden. 2 Tage nach Venus kehrte der Planet der Liebe nicht nur in Ihren Beziehungssektor zurück, sondern der Mond kehrt rechtzeitig, um sich mit Pluto zusammenzutun, bevor er nächste Woche geht, in Ihren Freundschaftssektor zurück. Dies ist der Beginn der Vorbereitung auf einen Vollmond, bei dem alle drei zusammenkommen und positive Bedingungen für Freundschaft und Beziehungsaufbau schaffen, während gleichzeitig die Gesetze der Synchronizität ins Spiel kommen. Täglicher Planetenüberblick. Der heutige Tag bringt eine einzigartige Mischung aus Motivation und Widerwillen, da der Mond im ruhigen Stier im Quadrat zum energischen Mars im kühnen Löwen steht. Einerseits gibt es einen Teil von Ihnen, der den Antrieb verspürt, Dinge zu erledigen, Aufgaben anzugehen,
Besorgungen zu machen oder sich in die To-Do-Liste zu stürzen. Aber auf der anderen Seite spüren Sie vielleicht diesen hartnäckigen Widerstand, einen trägen Drang, es sich gemütlich zu machen und sich ablenken zu lassen, sei es, dass Sie durch Ihr Telefon scrollen oder einfach noch ein bisschen länger im Bett bleiben. Wenn Sie dieses innere Tauziehen spüren, wissen Sie, dass Sie nicht allein sind. Wir alle kennen diese Tage, an denen wir produktiv sein wollen, aber unsere Motivation fehlt. Manchmal ist der schwierigste Schritt der erste, aufzustehen, anzufangen oder einfach nur die Füße auf den Boden zu stellen. Aber vertrauen Sie darauf, dass Sie, wenn Sie es geschafft haben, wahrscheinlich den Funken Produktivität auf der anderen Seite finden werden. Wenn Sie anfangen, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist, können Sie dieses faule Gefühl abschütteln und ein Erfolgserlebnis erleben. Heute ist die Energie auch ideal, um Ihre Konzentration sinnvoll einzusetzen. Wenn Sie diesen anfänglichen Widerstand überwunden haben, versuchen Sie, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Ihrem Leben einen Mehrwert verleiht und welche Aufgaben Sie Ihren Zielen näher bringen. Betrachten Sie es als einen mentalen Neustart. Die Erkenntnisse von heute können Ihnen dabei helfen, Ihre Prioritäten zu ordnen, sodass Sie auch dann, wenn es hektischer wird oder Ablenkungen auftreten, eine solide Grundlage haben, um voranzukommen. Indem Sie darüber nachdenken, was wichtig ist, bauen Sie Widerstandsfähigkeit für die Zukunft auf. Konzentration ist zwar gut, aber ein wenig Geduld kann sehr hilfreich sein. Mit Maß im Spiel besteht die Möglichkeit, dass Spannungen aufkommen, insbesondere wenn die Dinge nicht so schnell vorangehen, wie Sie möchten, oder wenn Diskussionen hitzig werden. Wenn Sie sich in einer Debatte befinden oder versucht sind, mit einer starken Meinung dazwischen zu reden, atmen Sie tief durch. Betrachten Sie dies als eine Gelegenheit, ruhige und besonnene Kommunikation zu üben. Manchmal kann ein wenig Zurückhaltung, ein kühler Kopf und eine sorgfältige Wortwahl Missverständnisse verhindern und dafür sorgen, dass alles auf Kurs bleibt. Körperliche Betätigung kann auch eine fantastische Möglichkeit sein, angestaute Energie oder Frustration abzubauen, die durch das Auf und Ab des Tages entstehen können. Ein kurzer Spaziergang, ein Lauf oder sogar ein paar Minuten Stretching können helfen, den Kopf frei zu bekommen und es einfacher machen, das Gleichgewicht zu halten. Denken Sie auch daran, ausreichend zu trinken, besonders wenn Sie sich unruhig fühlen. Wenn Sie sich um Ihren Körper kümmern, bleiben Sie geerdet, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. Und während Sie all diese verschiedenen Energien ausbalancieren, denken Sie daran, sich auch etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Es passiert leicht, dass wir uns so sehr auf die Produktivität und die Bedürfnisse anderer konzentrieren, dass wir unsere eigenen vergessen. Gönnen Sie sich eine nahrhafte Mahlzeit oder nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einfach durchzuatmen und zu entspannen. Sich um sich selbst zu kümmern ist kein Luxus, es ist wichtig, um Ihre Energie stabil und Ihren Geist klar zu halten. Ein weiterer Punkt, den Sie heute berücksichtigen sollten, ist ein wenig Selbstbewusstsein in Ihren Interaktionen. Unter diesem kosmischen Einfluss bemerken Sie vielleicht, dass Sie sich besonders für Ihre Ideen oder Ziele begeistern. Es ist wunderbar, Leidenschaft zu haben, aber es ist ebenso wichtig, offen für die Beiträge anderer zu bleiben. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem Sie so aufgeregt waren, Ihre Gedanken mitzuteilen, dass Sie vergessen haben, innezuhalten und zuzuhören? Heute kann es Ihre Superkraft sein, diese Tendenz zu bemerken. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein ruhiger Beobachter, jemand, der aufmerksam zuhört und alle Perspektiven wertschätzt. Mit diesem Ansatz schaffen Sie Raum für ausgewogenere und bereicherndere Gespräche. Wenn wir offen zuhören, laden wir andere ein, Erkenntnisse zu teilen, an die wir allein vielleicht nicht gedacht hätten. Manchmal kommt die wertvollste Weisheit aus unerwarteten Quellen, und wenn man für die Standpunkte anderer offen ist, kann das zu Durchbrüchen und tieferen Verbindungen führen. Ich möchte Sie ermutigen, im Laufe des Tages darüber nachzudenken, wie Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit denen anderer in Einklang bringen. Haben Sie Momente erlebt, in denen es in einem Gespräch den Unterschied gemacht hat, sich diese zusätzliche Sekunde Zeit zum Innehalten und Durchatmen zu nehmen? Oder vielleicht eine Situation, in der Sie durch das Überwinden anfänglicher Widerstände etwas erreicht haben, auf das Sie stolz sind? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Ihre Erkenntnisse könnten bei anderen Anklang finden und uns alle daran erinnern, dass wir diese Reise gemeinsam antreten.
Lassen Sie uns die Energie des heutigen Tages als Chance nutzen, um Gleichgewicht zu finden, Verständnis zu fördern und zielstrebig voranzukommen. Der Kosmos unterstützt uns dabei, uns einzustimmen, zuzuhören und jeden Schritt bewusst zu unternehmen. Machen wir den heutigen Tag zu einem Tag des Wachstums, der Einsicht und der positiven Dynamik.